Kuckuck. Oh, warte, warte. Und herzlich willkommen zurück. Ich soll warten. Bei Gothic 3. Ich warte aber nicht. Ich habe keine Zeit. So. Und da Hi. ist er. Der Tibor Place. Der Tibor Place. Ich wollte den Witz schon wiederbringen. Nein, aber So. Tibor, okay, ich hab's schon verstanden. Ja, der hat auf sich warten lassen. Der hat sich rar gemacht, der Mann. Heute. Ne? Ja, eigentlich hätten wir ihn jetzt so drüben mit der Kamera einmal komplett drehen müssen, aber das dauerte mir jetzt zu lange. Weil ich hier unter Zeitdruck, ich habe dann hier in einer Stunde und 15 Minuten noch streamen. Da machen wir wieder Elex. So, der Timo, da war ja schon mal da, ja. Ich hoffe, der klingt diesmal besser in der Aufnahme. Aber da Das war ja klingt immer was. super gut. Ja, Ja. ich weiß auch nicht, was da war. Das ist mir auch nicht gesagt. Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Und so sprach Habe ich Alanus zu seinen damals Brüdern. Moment! beim Spielen Nie nochmal. mehr sollt ihr mein Land betreten. Denn es ist heilig. Und so soll es sein. Ah, interessant. Jo, altes Wissen, Dankeschön. So, bitte. Habe ich beim Spielen damals nochmal geklungen? Beim Spielen ja. Aber in der Okay. Aufnahme, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ganz komische Sache. Ja. Naja. Seitdem ich das Ist. Surround-Headset habe, da klingt das sowieso anders als damals bei Returning und davor. Okay. Das liegt wahrscheinlich mit daran. Keine Ahnung. Ich kann aber auch nicht, ich habe das schon mal versucht, da was dran zu machen, aber. Scheiß Technik. So, erzähl mal ein Da ist bisschen nichts was. zu holen. Sag mir mal, wo die Genau. dritte Schatulle hier ist. Die dritte Schatulle. Ja. Keine Ahnung, Mann. Er weiß noch nicht Was kann mal, wo denn die da anderen beiden Granz? waren. So, wir fragen jetzt mal, wir testen jetzt mal hier, um das Eis ein bisschen zu brechen hier, der Tibor. Wo sind wir hier? Invariant. Ja, Wohnwarant. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich würde es einfach mal von ausgehen, entweder in dieser ersten City, wo man reinkommt. Nein, dafür ist das Ding zu groß. Guck mal, da oben ist zum Beispiel ein großer Tempel. Ja, dann ist es hinten bei den Wassermagiern-Tempeln eventuell. Nein. Auch nicht. Nein, das ist die Wahrscheinlich nicht Tempelstadt. fürs. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ja, hier, doch, wo die Wassermagier sind. Nein. Dann dort, wo der. Wie hieß er nochmal? Satoras eingesperrt ist. Nein, der Satoras ist nicht eingesperrt. Wer würde denn bitte Wassermagier Da ist nichts einsperren? zu holen. Na gut. Natürlich ist er eingesperrt. Ja, es ist einer eingesperrt, aber nicht der Ah, Satoras. nicht Satoras. Wie hieß der nochmal? Der so Na? gepredigt hat. Wo ist diese blöde Schatulle? Name ist nicht mal meine beste Ich sagte Toronto und. Kannst du das nochmal wiederholen, wie du Anger genannt hast? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Chor, irgendwas. Ja, Nein! warte, der schöne braune Mann mit Tattoos. Nein, nein, nein. Viel besser. Viel besser. Bei 7 Mann ein Safe Game hier, Gothic 1, was wir ja gemacht haben kürzlich. Da hat er in seiner Folge hat er den Namen von Angar nicht mehr gewusst. So, wie hat er ihn genannt? Der dunkelhäutige Tempelkrieger mit den Tattoos im Gesicht. Klingt nach Ja. mir, ja. Ja. Und Talas, den man hier, ich meine, einige fleißige Gothic-Experten wissen, wovon ich rede. Talas, der war bei ihm in Toronto. Warum auch immer. Nur. No. So, es klingt ja fast gleich. Toronto? Talas. Ja. So, jetzt Aber ich suchen habe bei deinem React habe ich gesehen, du und Enno, ihr habt gedacht, ich mache das mit Absicht. wir. Aber das ist nicht so, das ist wirklich nicht so. Bei dir bin ich mir dann nicht immer sicher. Ja, ich weiß, dass ich ein gewiefter junger Mann bin, ja? Aber bei Namen, das ist mein So. kompletter Ernst. So, jetzt müssen wir ja die Räume nochmal systematisch abgehen. So, hier wo Kürbel stehen, dort waren wir. Ja. Ich suche jedes Mal dieses scheiß dritte Ding hier, Mann. Das geht mir immer wieder so. Deswegen ist es gut, dass der Tibor mit dabei ist. Da können wir nebenbei ein bisschen quatschen, während ich suche. Da ist es nicht So ganz ist so es. langwierig. Weil die Wüste ist manchmal ein bisschen öde. So, aber nur Wie manchmal. heißt diese City jetzt eigentlich? Das habe ich gar nicht aufgeklärt. Nee, du, ich dachte, du rätselst weiter. Keine Ahnung, was kenne ich für Cities dort? Barkeresh. Ja. Wirklich? Yep.
Ehrlich jetzt? Wir hätten ja gestern, wir hätten ja so ein Rätselraten machen können wie gestern Abend, wenn du weißt, was ich meine. Pass auf. So, aber ich würde mal sagen, eigentlich bin ich ein Gothic-Profi und ich werde dir jetzt sagen, wo die dritte Schatulle ist. Ja. Du musst mir nur sagen, welche du schon hast. Ja? Der Gothic-Profi, der googelt aber ganz offensichtlich danach. Man sieht sogar den Bildschirm blinken im Gesicht. Also was für Schatullen hast denn du schon? Was weiß ich, eine hier irgendwo unten an der Wand und dann hier in dem einen Raum. Ja, ich weiß, das ist sehr präzise gesagt, aber... Okay. Eine an der Wand und eine in dem Raum. Ja. Dann ist die nächste auf der Treppe. Auf der Treppe? Auf welcher Treppe? Ja, geh mal zum... Das sind alle an der Wand, das ist das Problem. Treppe. Also wir werden jetzt auch alle drei abklappern und dann haben wir die letzte. Nee, warte, Treppe, hier ist die Treppe. Nee, ist eine andere Treppe, ist nicht so eine steile. Warte, ich muss mich kurz orientieren. Wie Treppen haben wir? Geh mal zum Turm, dass ich mich orientiere. Turm? Was für Turm? Diese Arena oder was ist das? Was wo nimmt der jetzt den Turm her? Ah, die, da ist vor dir. Die Arena, da habe ich letzte Folge hoch raus gewonnen. So, warte, jetzt bleib stehen und dreh dich mal um. Ja. Noch weiter nach links. Noch weiter nach links. Bis die Ruinen aufhören. Da ganz links, in der äußersten Ruine links, hast du dort schon die Schatulle? Ich glaube, hier unten an der Wand war eine. Nein, nicht unten. Oben. Die ist drinnen. Hier oben drinnen. Oder? Oder nein, die ist unten. Das ist ganz verwirrend, das ist Boden. Ist es unten oder oben? Die eine stand genau hier unten in dieser, hier in der Nische drin stand die. Okay, sehr gut. Dann haben wir die schon mal gefunden. Ja. Mit meinem Gothic-Wissen. Dann hast du die in der Mitte oder die äußerste schon? Das weiß ich nicht. Okay, dann gehst du jetzt einfach weiter die Ruinen, aber vom Turm innen aus gesehen. Okay. Ja. Da jetzt links entlang weiter, dem Pfad folgend. Da ist so ein abgestorbener Baum, so ein toter. Und dahinter ist die Schatulle. Ah, nee, das war ein Stück Wand. Ich hab's gerade in der Stand. Links über die Treppen, irgendwie hier oben. Irgendwo hier musste sein. Irgendwo hier in der näheren Umgebung. Kann sein, dass ich die schon eingesammelt habe. Sag mir mal die nächste. Okay, die nächste ist wieder weiter in dieselbe Richtung, wo wir gerade schon gegangen sind. Ja. Geradeaus. Ist ein gutes Stück. Müssen ein bisschen gehen. Boah, Alter, das ist verwirrend, so eine 2D-Karte in 3D reingeworfen zu werden. Wenn der Jack dann so eine komische Ansicht hat. Jo. So, was sehe ich hier? Wir haben hier zwei tote Bäume links und rechts. Es ist abgetrennt. Ah, hab, hier steht's. Hier steht's. Ja, okay, 3 von 3. Sehr gut, dankeschön. Die Treppe habe ich auch gemeint, was da unten war. Jo. Oh, danke an den Gothic-Experten. Bitte. Das hat Enno schon mal damals versucht, da warst du ja dabei gewesen. Bei Returning. Ja. Wo ich dann noch gefragt habe, explizit mit dem Rätsel da. Ja, wie funktioniert das nun? So, bis ich dann so lange rausgekitzelt habe, bis er dann endlich damit rausrückt, dass er nur nachgegoogelt hat. Ja, aber... Grüße an Enno gehen raus. Nicht verboten. Jo, nee, sagt ja keiner, aber ich meine, der Effekt war schön. Der hat mir gefallen. Ja. Yeah, so, wer Spaß. Wollte jetzt hier... So. Hier sind deine Schatullen. Ah, Aldo wollte die Schatulle. Bald werde ich der angesehenste Händler von Bakarech. Wieso kriege ich keine Punkte hier in Bakarech dafür? Das ist für dich. So, als nächstes musst du dann zu Hernando gehen und dann zu Amul. Wir sind beide bei der Arena. Jo, ich muss... Warte. Wer wollte jetzt die Ruinen gesäubert haben? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nee, du kannst nichts. Nö. Ups. Da ist das Zeug aus dem Korb aus Versehen in meine Tasche gefallen. Nö. Wir gehen jetzt mal klappern alle mal. Irgendjemand wollte hier, zeigt mir deine Ware. Das könnte der da gehen. Einer von den beiden war das, glaube ich. Carlos. Guck mal hier. Die Ruinen sind sicher. Jo. Keine Gefahr mehr für die Sklaven. Hallo. Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir.
Und was den Tribut für Amul angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Schöner Mann. Schauen doch alle gleich aus. Tja. Ich habe die Händler überzeugt. Alles Zwillinge. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut. Hier, dieses Gold soll Amul helfen, Beyars Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Du hast einen Tag Zeit. Die paar Kröten, die jucken mich nicht, ob ich die hab oder nicht hab. Ich hab hier, wie viel? Guck mal, ich hab hier 129.000. Naja, ein bisschen weniger ohne das. Bist du ruhig? Ja, ich konzentriere mich hier gerade auf deine schöne Stimme. Naja, ich mag das gerade. So, ja. Ich bringe den Tribut der Händler. So ist es recht. Gib ihn den Magiern, auf das Sibelias zornigen Blick fernhalten. So. 65 rufen Bagarisch. Sehr gut. Vielleicht. Der nächste ist genau hinter dir. Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Kann ich dir das geben hier? Und dann werden halt! Zittern, keinen Schritt weiter! Zorn auf sich gezogen haben. Nee. Also, ich will jetzt hier, wir müssen doch irgendwo hier noch gegen Kroller kämpfen oder sowas. Beliar kennt keine Gnade. Ja. Magst du jetzt zuerst Schatulle abgeben oder was machst du jetzt? Hab ich doch schon abgegeben. Die dritte auch schon? Ja! Die bräuchte bloß an einen abgeben, alle drei. Ach so? Ja. Okay. In welcher Zeit leben wir ja eigentlich? Ah, Schlafenszeit. Die Sandbahn ist vorbei. Gibt's die Sandbahn? Das wird so eine Katastrophe werden, wenn wir 7 Mann ins Safe-Game mitmachen sollten. Oh ja. Alleine bei der Schatullending jetzt. Es fängt einer damit an, es weiß keiner. Was schon gesammelt ist, was nicht. Naja. Der andere geht woanders hin, der möchte das wieder fertig machen, kommt wieder zurück. Ja, also wir können ja mal hier kurz kleine Werbung machen. Pass auf, im Verlauf dieses Jahres wollen wir noch anfangen mit 7 Mann ins Safe Game hier mit Gothic 3. Und wer jetzt hier zusieht und vielleicht sich sagt hier, ich möchte da mitmachen, wir suchen wieder Kameraden. So, okay. Hey Mann, mach keinen Scheiß. Was? Lauf nicht hier rum. Warum nicht? Da sind räuberische Nomaden, die jeden sofort angreifen, den sie sehen. Außerdem gibt's da hinten viele Lurker. Und wenn ich viele sage, dann meine ich verdammt viele. Wir können nur hoffen, dass sich dort alle gegenseitig umbringen. Ja, auf hoffen kann ich nicht Mini verlassen. Ich muss selber handeln. Komm, um deinen Bericht zu holen. Tja, Silvio schickt dich. Richtig? Genau. Ich kann dir den Bericht nicht geben. Wenn Silvio erfährt, was hier los ist, macht er mich einen Kopf kürzer. Also? Also hilf mir, mit den Nomaden fertig zu werden. Dann bekommt Silvio seinen Bericht. Ja, irgendwie ist ja... Irgendwie hier von Silvio aus Gothic 2? Nee. Na gut, ich weiß... Naja, nee, den haben wir umgebrochen. So, das kommt gerade ein bisschen hier kratzig alles ein bisschen an. So leicht kratzig. Ich weiß nicht, ob es dann auch in der Aufnahme ist. Falls das so sein sollte... Dann werden wir das, wenn er das nächste Mal dabei ist, dann werden wir das hoffentlich mal für das nächste Mal dann gefixt haben, das Problem. So, weil jetzt für die letzten paar Minuten hier, na gut, letzten paar Minuten, wir haben noch über die halbe Folge hier vor uns, da wollen wir jetzt mal nicht dran rumdoktoren. So, okay, ja. Erzähl mir alles über die Nomaden. Das tut mir voll leid. Es sind nur eine Handvoll. Aber sie sind schwer bewaffnet. Solltet ihr auch. Wir haben sie beobachtet. Sie hocken in einer Höhle, gleich hier vorne. Dann lass uns sie fertig machen. Bist du verrückt? Das sind Nomaden. Ich sage dir was. Lock sie raus. Dann machen wir sie hier fertig. Dann lache ich doch. So, wir speichern lieber mal, bevor ich wirklich eins auf die Fresse kriege. So, Tierbo, was sagst du? Sollen wir den Karl mitnehmen oder nicht? Oder traust du mir das zu, dass ich das alleine schaffe? Du schaffst es. Hör auf mit der Magie! Auf mit der Magie. Assassinen brauchen wir nicht. Von hier. Oh, das sind Nomaden! Hilfe! Nomaden! Sandlöcker! Schöner Mann. Der Tibor mag schöne Männer. Ja. Alles sind schöne Männer und schöne Frauen. Bei mir in der Arbeit. Ich spreche niemand. Bei mir in der Arbeit spreche ich fast niemand mit Namen an.
Nur schöner Mann oder schöne Frau. Ach so. Was sagen die dazu? Die lachen ja immer. Besonders den Frauen gefällt. Was denn, über 50-Jährigen? Mhm. Hm, die mögen das. Hast du schon mal von dem Wiener Charme gehört? Was? Hast du schon mal von dem Wiener Charme gehört? Nö. Nie? Nö. Ist der nicht verbreitet bei euch hier in der was? Ost- Wiener Charme oder was? Der Wiener Charme. Die Wiener haben so einen guten Charme. Hm. Ich weiß nicht. Der charmante Wiener. Ach so. Nö. Sollst du mich erschrecken wollen hier, ey? Na klar, dass die Ausländer es nicht wissen. Entschuldigung. Immer diese Ausländer. Ja, furchtbar. Geht zurück in dein Land. Ich bin in meinem Land. Geh du zurück in dein Land. Keine Angst, wir sind nicht rassistisch, das ist nur ein kleiner Spaß hier, weil Tibo ist Österreicher. Ein Ösi. Aber wie sagt man zu euch? Bei uns sagt der Ossi und der Ösi. Nee, also. Ich weiß nicht, wie ihr uns betitelt. Wir betiteln uns meistens als göttlich oder wohlriechend. Mhm. Ab und zu fällt auch das Wort supergeil. Mhm. Kommt halt auf den Kontext an. Achso. Tut mir leid, habe ich nicht berücksichtigt. Vor allem du denkst, das ist ein Spaß, ist aber ernst gemeint. Die Nomaden sind erledigt. Junge, Junge, das hast du gut gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Die Stadt Bakaresch möchte sich damit für deine Hilfe bedanken. Jo, dankeschön. Was ist mit dem Bericht, Herr damit? Was ist mit deinem Bericht? Hey, Mann, kein Problem. Jo. Geh zu Silvio und sag ihm, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Ja, ja, ich habe die Situation unter Kontrolle. Ich ganz alleine. Hat der Tibor auch nichts dazu getan. Er sitzt bloß da und hebt sich in den Himmel. Ist das denn verwerflich, Jack? Ist das Mach doch, was du willst. Mir ist das doch Wurst. Ich will bloß alle tot sehen. Also hier im Spiel. Wird und dann krass. Werden so, jetzt hast du den schon befreit? Nö, frei auch nicht. Die Löwenmännchen habe ich umgebracht. Den man dazu braucht. Ich bin ja hier auf Belia-Mission. Ich bin ja für Belia hier komplett unterwegs. Du kannst die Wattras befreien und dann töten. Nö. Da müsste ich ja das ganze Dorf umhauen. Ja. Das will ich aber nicht. Ich bekämpfe ja für die Assassinen. So. Ich bringe auch alle Nomaden um. Ich bringe auch alle Wassermagier um. Genauso, wie ich alle Rebellen umgebracht habe. Okay. Ich bringe Akrabos Bericht. Und die Situation ist ruhig. Jo, Moment. Ich denke, wir wissen beide, dass wir das nicht Akrabos verdanken. Hier, jo. Für deine Arbeit soll es doch bezahlt werden. Das ist in Ordnung. Hast du noch was zu erledigen? Hinter der Arena sind wieder Sandkrawler aufgetaucht. Es werden immer mehr. Die Biester müssen irgendwo ein Nest haben. Also spür die Biester auf. Finde ihr verfluchtes Nest und räuchere sie aus. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, oder irgendwann. Dafür habe ich momentan zu wenig Tränke. Wir gehen jetzt erstmal in den Tempel hoch. Wir haben es uns nämlich verdient, in den Tempel hochzugehen. Oder würdest du nicht sagen, dass ich das verdient habe? Ich weiß nicht, was du verdient hast und was nicht, Jack. Naja, dann sag schon, dass ich ein paar auf die Fresse verdient habe. Das war doch der eigentliche. Das möchte ich jetzt hier nicht vor deinen Zuschauern so sagen, aber es ist schon meine Meinung. Ja, ist schon klar. Guck mal hier. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakaresch verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Genau. Kannst du mir jetzt was beibringen? Ja. Du hast dich um die Stadt verdient gemacht, Sohn der Assassine. Jo. Ich bin bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Ja, dann teile mal. Ja, hier. Gut. Ja, mehr haben wir, glaube ich, nicht. Wir sind das erwählte Volk. Wir brauchen mindestens 250. Für Beliar die Herrschaft. Die sollten wir mit dem nächsten Level-Update bekommen. Und dann wegen Mana-Regeneration. Die seinen Zorn auf sich gezogen haben.
Amul schickt mich. Brauchen wir jetzt unbedingt. Lass mich durch. Ja. Natürlich. Das. Würde ich da ins Reingehen? Was? Würde ich da ins Reingehen? Ja, geht doch auch. Mach mal auf. Und wenn ein Sklave hier irgendwas von mir will, der wird getötet. Dreckige Sklaven, dreckige Nomaden. Das ist die richtige Lösung. Dreckiges Rebellenpack. Guck mal, was ich übrigens anhabe. Ja, ich sehe es schon. Die Kettenrüstung. Nein, Spaß, ich weiß, dass die Minecrawler-Platte. Murak! Pfff, ich verschwende meine Zeit doch nicht, Murak, mit dem Sklaven, der kehren muss. Also ist schon ein bisschen rassistisch. Murak und ein Sklave, also. Ich weiß ja nicht. Ja gut, Piranha Bytes hat da an manchen Stellen so fragwürdige Sachen gemacht. So. Auf dem Friedhof fand ich es geil, in Gothic 2. Hinter Corin ist da, wo die ganzen Wagen stehen. Wo man das Banditenlager hinter diesem Kerker hat, wo man aufmachen muss. Das sind ganz viele südafrikanische Namen. Und dann kommt einfach Sepp. Corin ist das Banditenlager, wo man aufmachen muss? Bei Corin ist hinten, in diesem Wald. Da gibt es einen Bereich, das sind so Wagen wie von Händlern. Und da ist eine Höhle drin mit so einer Kurbel, wo du aber erst die Kurbel finden musst. Und dahinter sind Banditen. Sind halt Banditen. Und dort in der Nähe ist auch ein Friedhof mit so ganz vielen afrikanischen Namen. Und dann kommt einfach in der Mitte gedroppt Sepp. Ich glaube, er redet von einer Mod, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wovon was er meint. Das ist ja Classic. Nee. Also, das wüsste ich. Das ist Classic könnt, Gothic, ohne die Nacht des Raben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn der was, wovon der Tibor jetzt redet. Also, ich bin der Meinung, er redet von irgendeiner Mod. Weil das, was er sagt. Ich habe nie eine Mod gespielt. Ich hab mein Lebtag Gothic 2 Classic gespielt und jetzt das einzige, die Nacht des Raben. Das einzige Gitter im Wald, wofür man irgendwas finden muss, was das Molaradfit wäre unten diese Schnapsbrennerei unterhalb des Steinkreises da. Nur, das weiß ich, aber da sind keine Banditen drin. Vielleicht habe ich mich auch vertan, ist mit den Banditen, aber da ist ein Gitter, davor links daneben auf der Mauer ist so ein Ding, wo man kurbeln kann. Also auf der Mauer? Auf der Mauer. Da ist eine Mauer davor. Da ist keine Mauer davor. Oh, nee, du bist doch gar nicht der, mit dem ich reden will. Du bist Abschaum. So, wo ist hier der... wo ist dieser Sigmor? Weil von dem Sigmo sollen wir was kriegen, hier in Bezug auf die Klaue Belia. Na, wo ist der Kerl? Oder haben die den umplatziert? Ich dachte eigentlich hier drin. Hier drin kommt man ja raus, wenn man sich hier hochteleportiert. Vielleicht über die Brücke? Ja, wir gucken mal, ob es damit hier unten drin steht, ja. Dass es vielleicht so einen Laufweg hat, dass es ab und zu dort ist und manchmal dort. Ja, wie gesagt, kann sein, dass die das wegen der Mutter hier gemacht haben. Achso, okay, du spielst mit Mod. Dann kann das sein. Halt mich ja nicht auf, ich töte euch. So. Ich glaube, das wagen die gar nicht. Oh, was haben wir denn hier? Eine schöne Frau. Guck mal, das ist nur eine Tänzerin. Die wollen wir nicht haben. Wir nehmen lieber die begabte Tänzerin. So, und aber hier? Ich finde die normale Tänzerin finde ich schöner. Ja. Ja. Was sitzt denn hier rum? Wer ist sie? Ja, sie, das ist hier. Bock zu tanzen. So, ist aber auch eine Tänzerin. Die kifft sich wie erst mal. Die muss erst mal kiffen, damit sie tanzen kann. Nö. So, okay. Du bist Tizgar. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Ja, wo ist die Po? Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Jo. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Jo. So. Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Das will ich aber nur meinen. Es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste, andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst, direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagie. 30? Ich weiß nicht, was mir das bringt.
Ist Schwarzmagie jetzt neu? Nee, gab's immer schon. Das will ich erwerben. Konntest du auch Schwarzmagier werden schon früher? Ohne Mod? Mehr oder weniger, ja. Okay. Ich hab's aber nie gespielt. Also, Schwarzmagier, also hier für die Assassinen zu spielen und Schwarzmagier werden, für die Orks zu spielen, die Rebellen auszulöschen, mit Magie zu spielen, das sind alles so Sachen, die habe ich nie gemacht in meinem Leben bei Gothic 3. Das ist völliges Neuland für mich. Okay, ja. Ich kümmere mich um die Oase. Ja. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Belias spüren. Ja, ich könnte Hilfe. Brauche ich Hilfe? Ich speichere mal kurz. Wir sind doch gleich wieder fertig für heute. Wirklich? Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so. Dann nimm dir Silvio mit. Ah. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Will ich gar nicht wissen. Alte Magie beibringen? Nee. Okay, jetzt will ich noch diesen Sigmor finden. Na, ich habe keinen Taschendiebstahl, oder? Ich müsste ihm den Schlüssel klauen. Nee, aber hohes Wissen der Magie. Müsste ich erstmal mich vielleicht mal schlau machen, was mir das überhaupt bringt. Wie? Sigmor? Ja, der steht normalerweise hier oben. Oh, hier. Oben davor, hier in der Mitte. No, keine Ahnung, wo der hin ist. No. Und irgendwo gab es ja auch einen Teleporterstein zum Tempel. Ich habe noch nicht mal einen Teleporterstein unten für die Stadt. Der ist gerade, ja. Der steht wirklich vor dem Eingang dort. Ja, vielleicht pennt er sich gerade hier noch irgendwo einen rein. Das kann natürlich auch sein. Die Tänzerin, die will zu Belia beten. Nö. Hier liegt aber... Nimm alles mit. Nee, dann hetzt er die Tänzerin auf mich. Ich kämpfe doch hier nicht gegen halbnackte Frauen. Mann. Ich? Hätte dich schon so eingeschätzt, Jack. Ja, ja, ja. Also jetzt bin ich enttäuscht. Danke gleichfalls. Die hauen mich um. Aber hier war ich noch nie. Die machen eine Beinschere und dann... Beinschere. Ja. Und dann hauen die mich um. Nee, dann bin ich ja tot. Wir suchen jetzt hier drin erstmal einen Teleporterstein. In den letzten paar Minuten hier. Vielleicht will uns ja Tibor ja noch was erzählen hier, ob er die Beinschere kennt. Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich glaube unten in der Schatzkammer war der. Dadurch ich ein männliches Wesen bin, mit einem dritten Bein, kenne ich diese Beinschere nicht, aber... Er ist ein Mutant. Hast du etwa kein drittes Bein, Jack? Ich habe letztens eine Werbung gesehen für eine Penisvergrößerung. Da können die Länge bis zu zwischen 2 und 8 cm rausgeholt werden und in die Dicke, da wird Fett von deinem Körper entnommen, dort reingeballert und in die Dicke können bis zu 10 cm dazugefügt werden. Das kenne ich schon. Kostet nur 8.000 Euro. Naja, reines Schnäppchen. Ja. Stell dir mal vor, Alter. So ein 15 mal 21 cm Ding, Alter. Wow. Ich meine, ich weiß, in deinem Alter funktioniert das nicht mehr so ganz. Aber... Es tut mir leid, Jack. Da musst du jetzt sein. So. Ich muss halt, so, heute gibt's keinen Stream, ich muss halt noch nach Österreich fahren. Alles nur Spaß. Du Bubi, du lern erstmal kräftig, bevor du dich mit mir anlegst. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. So, hier, da ist er, ich sag doch, der pennt sich hier einen rein. Die aber, die Beliars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden. Ja, komm. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. Ach so. Das sagst du mir das nächste Mal bitte vorher, danke. Ich habe hier einen Brief von Sancho. Was? Zeig her. Was?
Verstehe. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mich natürlich bei Zuben für dich einsetzen. Oh, ruf bei den Assassinen 38. Plus 15 für einen blöden Brief abgeben. Sehr gut. Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Ja, was sagen wir jetzt? Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst. Einfach schöner Mann. Er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. nur ein Gefallen. Hast du Arbeit für mich? Was? Hast du Arbeit? Was hab ich dir getan, dass du mich störst? Ja, kommst du mir noch länger frech? Suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Ja, von ihm müssten wir den Schlüssel irgendwie kriegen. Ich weiß nicht, über Taschendiebstahl müssten wir vielleicht doch mal lernen. Hast du noch gar nicht gelernt? Nee. So, und ich würde sagen, mit diesem wundervollen Blick hier, der natürlich von der Tür getrübt wird. Scheiße. Auf den Tempel. Ich will einen Tempel im Blick haben, beziehungsweise die komische Säule da. Spring du vielleicht raus, dass du draußen stehst. Ja, dann bin ich unten und tot. So. Nee. So, hier machen wir jetzt Feierabend. So. Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich erstmal beim Tibo. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielleicht finden wir das nächste Mal nochmal eine Zusammenkunft hier. Das können wir auf jeden Fall tun. Heute hat er mich ja bis dahin auch die Arztpraxis raus. Ich glaube, der hört gerade irgendwie Musik oder so. Nee, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hier. So, die Seite. Ciao.